Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr mit jQuery sogenanntes Smooth Scrolling hinbekommt. Oder anders gesagt, der Webbrowser scrollt für euch zu gewissen Punkten bei einfachem Mausklick. Das Ganze, wie gesagt, mit der JavaScript-Bibliothek jQuery und ein bisschen handgeschriebenen Code dazu, der aus wenigen Zeilen besteht. Um anzufangen, müssen wir natürlich erstmal jQuery einbinden. Ich habe mich hier dazu entschieden, unser Single-Page-Layout HTML zu nehmen, weil das wirklich auf vier Bereiche aufgeteilt ist und dementsprechend die Scrolling-Abstände dementsprechend groß sind. jQuery einzubinden können wir entweder über den Download der aktuellen jQuery-Version 1.9.1, entspricht der aktuellen stabilen Version, oder wir können auch die Version 2.0.0 nehmen. Da fehlen einige Features, wie zum Beispiel Unterstützung älterer Internet Explorer, wie es braucht. Aber natürlich wurde auch einiges wieder dran geändert. Wir wollen uns aber jetzt erstmal darauf beschränken, dass wir die jQuery 1.9.1 nehmen. Wenn wir ganz nach unten bei jQuery.com auf der Startseite scrollen, finden wir hier unten einen Punkt, und zwar ix.googleapis.com, das heißt Libraries oder Libs, jQuery 1.9, jQuery.min.js. Den Link kopieren wir uns einfach mal. Nachdem wir den Link kopiert haben, gehen wir in Dreamweaver, öffnen unsere HTML-Seite und binden das Ganze ein. Und zwar wie folgt: Wir schreiben Script src als Quelle. Nun geben wir das Protokoll an: HTTP Doppelpunkt und nun den Link. Die Doppelslash kommen automatisch dazu. Anschließend geben wir einen Type an. In dem Fall ist es Text JavaScript. Und schließen hier oben den Tag und auch hier unten wieder. Um zu überprüfen, ob wir jQuery richtig eingebunden haben, schreiben wir ein Script-Tag. Schreiben hier die jQuery-Funktion Document, Klammer zu. Punkt ready und hier so einfach jetzt mal Alert okay aufgegeben werden. Ganz mit einem Semikolon geschlossen. Die E-Funktion brauchen wir hier nicht. Anschließend der Script-Tag geschlossen. Aktualisieren wir und wir kriegen ein Okay zurück. Dementsprechend meldet jQuery uns: Alles klar, alles wunderbar. Diese Document-Ready-Funktion ist eine der wichtigsten jQuery-Funktionen. Diese initialisiert erstmal alle Komponenten auf der Seite, damit man später mit jQuery darauf zugreifen kann. Den Teil kopieren wir jetzt mal raus und gehen jetzt hier über den Body-Schließen-Tag. Und hier unten kommt dementsprechend unser Smooth-Scrolling-Tag rein. Alles passiert in der Document-Ready-Funktion, ohne den Parameter E für das Event. Nun müssen wir festlegen, bei welchen Elementen sich das Ganze angesprochen fühlt und wie sich das Ganze verhalten soll. Dafür schreiben wir jQuery-funktionstypisch Dollar Klammer auf Klammer zu. Wir wollen alle A-Elemente ansprechen. Das Ganze eben einmal in Anführungszeichen. Dann machen wir eine eckige Klammer auf. Und zwar soll alle href-Elemente angesprochen werden, die beginnen mit, jetzt kommen doppelte Anführungszeichen, die beginnen mit einer Raute, sprich auf eine ID verweisen. In dem Fall wäre das dann ein Anker. Also a href. Alle Elemente mit der Raute am Anfang, wenn die geschweiften Klammern wieder geschlossen. Und wir wollen bei Click-Events auf diesen Elementen eine Funktion aufrufen. Zwar eine Function, welche ein Parameter enthält, und zwar den Parameter Event. Dieser ist dementsprechend wichtig,
der später über diesen Parameter geregelt wird, wie sich der Browser verhalten soll. Und wir wollen auch hier erstmal wieder ein Alert aussprechen, und zwar ein OK, da wir oben ja unsere Navigation haben. Klicken wir einfach auf ein Element und wir kriegen sofort zurück OK, und er springt jetzt zu den Elementen hin. Fügen wir hier einmal eben einen Link ein, und zwar einfach href zu http Doppelpunkt Doppelslash google.com, und als Target nehmen wir blank für eine neue Seite. Den Link-Tag wieder schließen, realisieren, einmal jetzt nach oben scrollen, öffnen Google, und wir sehen, er wird hier kein Alert aus, also kein Hallo ausgeben, denn http google.com beginnt schließlich mit http. Den Tag also wieder gelöscht. Und übrigens kann man auch über diese Funktion auf http bzw. https Seiten, das ist ja eine andere Funktion, das hier haben wir eben noch am Rande. Also gehen wir hier wieder in unser Alert rein und legen erstmal was fest. Und zwar ist die ID, die im Moment angesprochen wurde, Dollar, Klammer auf, Klammer zu, this, denn JavaScript merkt, ich bin auf dieses Element wurde geklickt, also bin das ich. Und in dem Fall ist jetzt dieser Parameter sys. Dann kommt der Parameter attr, sprich das Attribut, Klammer auf, Klammer zu. Und wir wollen hier auf das Attribut href zugreifen. Href wäre der komplette Inhalt dieses Bereichs, sprich Raute Start, Raute Second, Third, Fourth. Nachdem wir unser Element festgelegt haben, müssen wir festlegen, wohin soll unsere Seite scrollen auf Basis unseres Elements. Dazu schreiben wir eine weitere JavaScript-Variable mit der Präfix var, nennen diese target, und diese ist gleich $ID, ID in dem Fall in Anführungszeichen, Punkt Offset. Punkt top. Offset schreibt den Abstand von aktuellen Element zum Dokumentenbezug. Also ist es relativ immer zum Dokumenten. Der Punkt Position wäre eine ähnliche, würde dann zum Elternelement die Position angeben. Diese brauchen wir aber nicht. Und als nächstes folgt eigentlich nur noch unsere Animation. Diese rufen wir auch wieder über den $Funktion auf. Und zwar wollen wir hier unseren Body animieren. Hierfür gibt es, für dieses Softscoren gibt es in jQuery mehrere Möglichkeiten. Eine möchte ich euch jetzt zeigen, und zwar über den Animationsparameter scrollTop. Dazu schreiben wir in unsere Animate-Funktion gespaltene Klammern und schreiben hier rein scrollTop Doppelpunkt Target. Hierhinter können wir dann noch die Dauer der Animation festlegen, und damit ist auch schon fast erledigt. Denn jetzt müssen wir den Browser noch daran hindern, das zu tun, was er am liebsten tun würde, nämlich seine eigenen Regeln für diesen Fall zurückzugreifen. Dafür haben wir hier oben unseren Event-Parameter. Wir schreiben einfach event.preventDefault, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Denn diese Funktion verhindert, dass der Browser macht, was er will. Sprich, er setzt dann hier oben in der Leiste nicht mehr den $Parameter ein und springt auch nicht automatisch dazu. Wir aktualisieren das Ganze jetzt mal und probieren es einfach aus.
wir sehen, wir haben irgendwo einen Fehler gemacht, denn es passiert nichts. Schauen wir mal, wo wir das Ganze gemacht haben. Und zwar haben wir das Ganze gemacht, beziehungsweise so funktioniert es nicht, denn eine Sache auf den Single-Page-Layout habe ich falsch erklärt, beziehungsweise sie war unnötig. Und diese unnötige Funktion stellt uns jetzt vor dieses Problem. Dafür öffnen wir einfach mal den Style-Sheet. Und hier haben wir bei dem Wrapper diese Funktion Overflow Scroll. Diese Funktion sagt einfach, alles was außerhalb ist, gehört gar nicht zu mir. Sprich, wir können es nicht ansprechen. Nehmen wir diese Funktion einfach raus, speichern das, aktualisieren das hier einmal. Sehen wir auch, unser Body scrollt perfekt und wunderschön durch. Mit der gewünschten Animation von 500 Millisekunden. Und wir können hier sauber von A nach B, nach C und wieder zurück zu B hin und her scrollen. Das über 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen Quellcode. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und mit diesen Worten, bis dahin.